Das Paradies liegt im Wasser. Andere Meere sind längst leer gefischt, doch noch gibt es dieses Eldorado, das Beringmeer mit seinem sagenhaften Fischreichtum. Starker Wind weht über die offene See. Die Pacific Glacier kämpft sich seit Tagen durch das Beringmeer. Der Fischtrawler ist auf der Suche nach dem begehrten Alaska-Seelachs. Mit seiner großen Artenvielfalt gehört das Beringmeer zu einem der bedeutendsten Meere der Welt. In den Gewässern jagten ursprünglich nur verschiedene Eskimo-Völker Fische, Robben oder Walrosse. Heute dient das Gebiet größtenteils der kommerziellen Fischerei. Von Europa aus gesehen liegt das Beringmeer am Ende der Welt. Zwischen dem Arktischen Ozean und dem Nordpazifik. Im Beringmeer treffen die beiden Großmächte USA und Russland unmittelbar aufeinander. Seit vielen Jahren untersuchen Forscher das komplexe Ökosystem. It's pretty clear from Unsere Aufzeichnungen der vergangenen 50 Jahre zeigen sehr deutlich, dass sich das Klima im Beringmeer tatsächlich geändert hat. In den späten 70er, frühen 80er Jahren fand gleichsam ein Übergang statt. Die Temperaturen wurden wesentlich milder und viel weniger Eis gelangte in den Süden des Beringmeers. Dies hat sich besonders in den vergangenen 10 Jahren, also in diesem Jahrhundert, verstärkt. Was bedeutet das für die Fischerei? Spüren Mensch und Tier schon die Folgen in der Region? Der Kapitän der Pacific Glacier verfügt bei seinen Beutezügen nach dem Alaska-Seelachs über modernste Technik. Das Echolot tastet das Meer ab. Sobald Fische auftauchen, reflektieren sie die Töne, die vom Bordcomputer grafisch sichtbar gemacht werden. Wenn der Kapitän Fischschwärme sieht, kann die Jagd beginnen. Die Pacific Glacier lässt das Netz zu Wasser. Gut 120.000 Euro kostet es und ist mit Sensoren ausgestattet. Diese melden dem Kapitän, wie viel Fisch ins Netz gegangen ist und wann es Zeit wird, es wieder einzuholen. Die Seile, an denen das Netz hängt, sind bis zu einem halben Kilometer lang. Ketten beschweren das Netz und bringen es dorthin, wo sich der Seelachs aufhält. In einer Tiefe zwischen 30 und 400 Metern. Dort entfaltet sich das Schleppnetz mit Hilfe zweier Eisentore zu einem Riesenmaul, das nach hinten hin immer enger wird. Auf Anglerglück verlässt sich die Fischfangindustrie schon längst nicht mehr. Lars-Petter Austnes hält ständig Kontakt mit der Brücke. Er ist der Chef am Deck. Seit mehr als 30 Jahren fährt er zur See. Früher arbeitete er auf Heringskuttern in der Nordsee. Seit vielen Jahren ist er auf der Pacific Glacier unterwegs. Lars-Petter Austnes ist ein erfahrener Seemann. Er sorgt sich um die Zukunft der Seelachsfischerei. You can see every year the fishing get a little bit slower, so that's why I wonder if the pollock is not disappearing. Von Jahr zu Jahr fangen wir immer ein bisschen weniger, so dass ich mich frage, ob der Seelachs nicht verschwindet. Ich weiß nicht, was da vor sich geht, aber wir müssen immer weiter aufs Meer hinaus. Auf unserer letzten Fahrt haben wir an der russischen Grenze gefischt. Das haben wir noch nie gemacht. Wir müssen weiter und weiter, um den Seelachs zu fangen. Also ich weiß nicht, ob das mit dem warmen Wasser zu tun hat. Wenn sie weiter nördlich ziehen, dann vielleicht, weil sie dort kälteres Wasser haben. Die persönlichen Beobachtungen des Fischers decken sich mit denen der Wissenschaftler.
Da ist das Beispiel der Seelachsfischerei. Die hat sich vom Golf von Alaska in das südöstliche Beringmeer verlagert. Und nun gibt es Anzeichen dafür, dass sie noch weiter nach Norden wandert. Das ganze Gefüge, nicht nur eine Population, wandert nördlich. Auch der Seelachs gehört zu diesem System und braucht diese klimatischen Bedingungen sowie seine Beute und seine Jäger. Also wandern sie alle mit ihm Richtung Norden. Es kann dauern, bis das Netz voll ist. Eine Stunde, mal zwei oder gar einen halben Tag lang. Es hängt ganz davon ab, wie sich die Fischschwärme bewegen. Den Männern an Deck dürfen Wind und Wetter nichts ausmachen. Wenn sie von der Brücke das Zeichen bekommen, müssen sie den Fang an Bord hieven. Ein volles Netz ist so schwer, dass sie es nur mit Hilfe von Stahlseilen und Winden heben können. Lars-Petter Austnes ist auch nach vielen Jahren immer wieder gespannt, wie viel das Netz zutage fördert. Erst ab 80 Tonnen gilt der Fang als gut. Das sind je nach Größe etwa 100.000 Seelachse. Bis zu 120 Tonnen kann ein Netz fassen. Das entspricht dem Gewicht von zwei Autobussen. Seit den 80er Jahren ist der Seelachs für den Menschen immer wichtiger geworden. Er ist billig, noch in großen Mengen zu fangen und einfach zu verarbeiten. Wer heute Fischstäbchen, Tiefkühlfilets oder irgendeinen Fastfood-Fisch kauft, hält fast immer Seelachs in der Hand. Der Alaska-Seelachs ist ein heftig umkämpftes Milliardengeschäft. Die klimatischen Veränderungen im Beringmeer könnten den Konkurrenzkampf weiter anheizen. Fische halten sich nicht an nationale Grenzen. Sie suchen sich gute Futter- und Laichplätze. Wir wissen, dass schon jetzt viel in russischen Gewässern gefischt wird. Und ich vermute, dass dies zunehmen wird. Je mehr Fische vom südöstlichen Beringmeer weiter nördlich ziehen. Die Fischgründe des westlichen Beringmeeres liegen im russischen Hoheitsgebiet. Für die Einwohner der Halbinsel Kamtschatka ist Fischfang seit Jahrhunderten die wichtigste Einkommensquelle. Die zahlreichen Vulkane Kamtschatkas machen das Beringmeer zu einem der fischreichsten Gewässer der Erde. Die Flüsse der Gebirgsregionen schwemmen Nährstoffe und Mineralien ins Meer. Jedes Jahr im Sommer kehren tausende Lachsschwärme, die sich im Beringmeer und im Nordpazifik fett gefressen haben, in ihre Laichgebiete zurück. Mit der Lachswanderung im Juli und August beginnt für die Fischer am Wakhil-Fluss die wichtigste Jahreszeit. Sechs verschiedene Wildlachsarten, mehr als in jeder anderen Gegend der Welt, schwimmen dorthin zurück, wo sie geboren wurden. Die unberührte Wildnis Kamtschatkas bietet ideale Laichbedingungen. Der Lachsbestand schwankt von Jahr zu Jahr. Die Lebensbedingungen im Beringmeer und Nordpazifik bestimmen, wie viele Fische ihren Weg zurückfinden. Dieses Jahr ist ein gutes Jahr für die Fischer. Täglich schwimmen neue Lachsschwärme die Flüsse hinauf. Während ihrer Wanderung ins Landesinnere passen sich die Lachse an die Verhältnisse im Süßwasser an und verändern ihre Farbe und ihr Aussehen. Die Männer sind froh, dass so viele Fische kommen, denn von ihnen leben die Einwohner Kamtschatkas hauptsächlich. Buckellachs kommt nur jedes zweite Jahr. Die anderen Lachsarten sind jedes Jahr am Fluss. Das Wetter spielt eine große Rolle. Vieles hängt auch von der Temperatur ab. Wenn das Wasser im Fluss kalt ist, weil noch viel Schnee liegt, dann gibt es weniger Fische in den Flüssen. Erst ab einer gewissen Mindesttemperatur kommen sie in die Flüsse. Während der Sommermonate leben die Fischer in einem Camp im Mündungsgebiet des Wakhil-Flusses. In der kleinen Fischfabrik vor Ort wird der Fang sofort verarbeitet.
Je schneller die Arbeiter die Lachse ausnehmen und einfrieren, desto besser ist die Qualität. Kamtschatka-Wildlachs gilt wegen seines Geschmacks als besonders edler Speisefisch. Er wird nicht nur nach Russland und Europa verkauft, die edelsten Lachsarten werden vor allem nach Japan exportiert. Am teuersten ist der Fischrogen der weiblichen Fische, der Lachskaviar, eine Delikatesse. Nachdem die Fische gewogen wurden, werden sie schockgefroren und mit dem Hubschrauber weitertransportiert. Nicht alles kommt da an, wo es hin soll. Ein großer Teil des Lachshandels wird illegal abgewickelt. Doch darüber spricht man nicht so gerne. Traditionell ist der Nerka-Lachs, auch Rotlachs genannt, in Japan die begehrteste und teuerste Lachsart. Wir liefern ihn ohne Kopf, so steht es in den Vertragsbedingungen. Unsere Auftraggeber schreiben uns genau vor, wie wir den Lachs aufschneiden und vorbereiten sollen. Dabei überprüfe ich ständig die Qualität der Verarbeitung. Nur wenn die Schnittstellen sauber und die Schuppen gut erhalten sind, gilt der Rotlachs bei den Japanern als erstklassig. Lachskaviar ist das rote Gold Kamtschatkas. Dafür gibt es auf dem internationalen Markt 10-mal mehr als für den teuren Rotlachs. Nach dem Waschen wird der Fischrogen durch ein Sieb gegeben. Die Eier werden sorgfältig voneinander getrennt. Zwei Minuten bleibt der Lachskaviar in einer Salzlake, bevor er getrocknet und in der Endkontrolle durchleuchtet wird. Es ist eine genau vorgegebene Prozedur, denn die Abnehmer in St. Petersburg, Moskau oder Dubai verlangen höchste Qualität. Noch sind die Flüsse Kamtschatkas eine scheinbar unermessliche Quelle für Lachse und Kaviar. Doch unkontrollierter Fischfang und der Schmuggel mit dem roten Gold bedrohen den Bestand. Zurück an Bord der Pacific Glacier auf der amerikanischen Seite des Beringmeeres. Der erste Maat steuert von der Brücke aus die Netze. In immer kürzeren Abständen werden sie ausgelegt, je weiter nordwestlich der Trawler kommt. Die Pacific Glacier fährt erst dann wieder zum Hafen zurück, wenn ihr Bauch voll ist. In der Regel dauert dies 10 Tage. Insgesamt kann der Trawler 920 Tonnen laden. Die Fabrik nutzt möglichst viel von den Fischen. Die Filets, die Fischeier und Surimi, aromatisiertes und gepresstes Fischfleisch. Der Alaska-Seelachs wird gleich an Bord verarbeitet. Die Pacific Glacier ist eine schwimmende Fischfabrik. Das Herz des Trawlers liegt eine Etage unter Deck. Den Pulsschlag bestimmen 4 Maschinen. Sie laufen rund um die Uhr. 24 Stunden am Tag ziehen sie dem Fisch die Haut vom Leib, entnehmen ihm die Innereien, schneiden ihm Kopf und Flossen ab. Alles vollautomatisch. Jede Maschine filettiert bis zu 140 Fische in der Minute, macht 280 Filets. 75 Frauen und Männer aus 19 Ländern arbeiten im Schichtdienst, 16 Stunden am Tag. Es ist ein Knochenjob, der aber nicht schlecht bezahlt ist. Die Arbeiter bekommen mehrere tausend Dollar pro Tour und sind am Umsatz beteiligt. Die Filets werden auf einem Leuchttisch unter die Lupe genommen. Keine Gräten, Fetzen von Haut, Flossen oder blutige Adern dürfen noch darin enthalten sein. Kontrolle ist oberstes Gebot. Und so werden auch die Kontrolleure kontrolliert, ob sie nichts übersehen haben. Nichts darf das Geschäft trüben. Die Filets werden verpackt. Das Gewicht pro Schachtel ist fast identisch, etwa 7,5 Kilo. Aus ihnen werden später Fischstäbchen, Schlemmerfilets oder Filet großgeschnitten. Aggregate frieren die Filetblöcke auf minus 20 Grad. Im Kühlraum des Trawlers werden sie schließlich gelagert.
Der Meeresbiologe Tyler Barfuß kontrolliert im Auftrag der US-Fischereibehörde. Jeder Trawler darf nur eine bestimmte Menge Seelachs fangen, so versucht man der Überfischung zu begegnen. Um den Fischbestand zu sichern, bedarf es aber mehr. Größe, Alter und Geschlecht des Seelachses sind wichtige Indikatoren, wie es um ihn steht. Große Fische misst der Kontrolleur immer seltener, sagt er. Die amerikanische Fischindustrie ist stolz darauf, dass der Alaska-Seelachs vor 3 Jahren das Gütesiegel für nachhaltiges Fischen bekommen hat vom Marine Stewardship Council. Dazu gehört auch, dass jeder Fisch, der als Beifang ins Netz geht, registriert wird. Sollten Lachse darunter sein, müssen die Fischer das Fanggebiet sofort verlassen, sonst drohen Geldstrafen. Das haben Trawler und Fischereibehörde miteinander vereinbart. Der Kabeljau, den Tyler Barfuß aus dem Seelachs aussortiert, wird gleich an Bord verarbeitet. Er kommt in die Kombüse. Dort wird er als frischer Fisch für die Crew serviert. So sterben diese Tiere wenigstens nicht umsonst. Je weiter der Alaska-Seelachs nördlich zieht, desto mehr gerät er in russische und internationale Hoheitsgewässer. Dort wird das Meer rücksichtslos ausgebeutet. Dort hat das amerikanische Kontrollsystem keinen Zugriff. Es ist schwierig, eine Ressource zu managen, die im Meer ist. Momentan ist das amerikanische das beste System. Immerhin machen wir das im Beringmeer schon seit 20 Jahren. Und mittlerweile haben wir hier eine Fülle von Daten gesammelt, mehr als anderswo auf der Welt. Wir registrieren zahlreiche Umweltfaktoren, wie die globale Erwärmung. Der Druck auf den Seelachs ist stark. Wir haben immer noch eine Menge Boote hier draußen. Meiner Meinung nach müssten die Quoten verringert werden, um diese Ressource zu schützen. Und wenn wir nicht wissen, was hier passiert, dann müssen die Quoten weiter gesenkt werden. Die Erkenntnisse, die man über den Fang des Alaska-Seelachses hat, beruhen auf Erfahrungen und Hochrechnungen. Konkrete Vorhersagen, wie sich der Bestand entwickelt, sind äußerst schwierig. Auch weil man noch zu wenig darüber weiß, welche Auswirkungen dabei der Klimawandel hat. Die Wissenschaft steht erst am Anfang ihrer Forschung. Ein ökologisches Modell zu entwickeln, das berücksichtigt, welche Faktoren zu einer bestimmten Zeit das System am meisten beeinflussen, ist eine ziemlich heikle Aufgabe. Dennoch ist es ein Ziel, das die Fischereiwissenschaftler und Ökologen, ja, ich denke sogar die Fischer selbst, allmählich akzeptieren. Wir brauchen Fischereimodelle, die auf einem ökologischen Fundament basieren und nicht auf empirische Modelle bauen. Es geht um ein besseres Verständnis der Prozesse, die die Schwankungen und die Populationen betreffen. Und man weiß mittlerweile, dass das Klima einer der entscheidenden Faktoren ist. Petropavlovsk. In der Hauptstadt der Halbinsel Kamtschatka scheinen die Uhren stehen geblieben zu sein. Petropavlovsk wirkt wie ein Relikt aus sowjetischer Zeit. Die meisten der 200.000 Einwohner leben direkt oder indirekt von der Fischindustrie. Doch die steckt in der Krise. Nachhaltige Fangmethoden und ökologische Fragen interessieren die Menschen hier wenig. Sie haben andere Probleme. Die meisten drücken Alltagssorgen und wirtschaftliche Nöte. Die Bevölkerung hofft auf Geld aus Moskau für einen Aufschwung. Die Fischschwärme ziehen immer weiter nach Norden. Die Fischer mit ihren kleinen Booten können nicht folgen. Die Wassertemperaturen und die Migrationswege einzelner Fischarten haben sich geändert. Viele Fischarten sind komplett herausgefischt, während andere vom Menschen nicht genutzt werden. Alle Fachleute stellen fest, dass wärmebedürftige Fischarten hierher wandern. Ich glaube, das Leben der Menschen wird sich nicht zum Besseren ändern. Kamtschatka ist von seinen Fischressourcen abhängig. Und künftig gibt es immer weniger guten Fisch. Die Bevölkerung wird über eine neue Lebensweise nachdenken müssen. Im Hafen von Petropavlovsk wird heute fast nur noch die Ladung der küstennahen Fangflotten gelöscht, die immer weniger Fische in ihren Netzen haben. Die großen Flottenverbände dagegen bleiben monatelang auf hoher See,
wo sie einen großen Teil ihres Fangs direkt auf Transportschiffe nach Japan, China und Südkorea verladen, vorbei an Fiskus und staatlicher Kontrolle. Sergei Wachrin hat 17 Jahre lang als Chef der Pressestelle in der staatlichen Fischereiaufsichtsbehörde gearbeitet. Ihm wurde gekündigt, weil er immer wieder die mafiösen Strukturen in der Fischereiindustrie anprangerte, die sich nach dem Zerfall der Sowjetunion entwickelten. Inzwischen arbeitet er als freier Journalist und kritisiert offen die Bestechlichkeit der staatlichen Organe. Nach seinen Recherchen lassen die Behörden es zu, dass die Fangquoten nicht eingehalten werden. Ein riesiger Schwarzmarkt ist entstanden mit einem geschätzten Umsatz von 5 Milliarden Dollar. Die Situation auf dem Meer ist folgendermaßen. Es gibt einen legalen und einen illegalen Fischexport. Viele Fachleute gehen davon aus, dass der kriminelle Fischfang den gleichen Umfang hat wie der legale. Das heißt, wenn bei uns offiziell 3 Millionen Tonnen Fisch gefangen werden, dann kann man davon ausgehen, dass genau die gleiche Menge illegal aus Russland exportiert wird. Natürlich werden besonders wertvolle Meeresprodukte geschmuggelt. Krabben, Seeigel oder wertvolle Lachsarten. Unterwegs mit der Polizei für Binnengewässer, einer von insgesamt 7 Behörden, die den illegalen Fischfang Kamtschatkas überwachen sollen. Im Mündungsgebiet eines Flusses suchen die Polizeiinspektoren nach Lachswilderern. Auf einer Anhöhe bei der Flussmündung haben sie ein verdächtiges Fahrzeug ausgemacht. Halt den Hund zurück und nimm ihn an die Leine. Wenn er uns angreift, erschieße ich ihn. Sperr ihn weg. Das ist aber nicht mein Hund. Ich kann ihn nicht wegsperren. Von einer Landzunge aus haben die Wilderer ihre Netze ausgeworfen. Sie versuchten vergeblich, vor Ankunft der Polizei die Lachse im Sand zu vergraben. Es gelingt nicht immer, die illegalen Lachsfischer in flagranti zu ertappen. Oft finden die Inspektoren nur noch die zurückgelassenen Netze. Meistens gehen den Polizisten nur kleine Fische ins Netz. Freizeitfischer, die mit ein paar Lachsen ihr spärliches Gehalt aufbessern wollen. Hier in der Nähe der Stadt kommt es kaum zu gefährlichen Situationen. Außerdem haben wir eine sehr gute Ausbildung. Wir alle sind früher bei der Miliz gewesen. 2, 3 von uns kommen problemlos mit einer kleinen Gruppe von Fischwilderern klar. Aber weiter im Landesinnern, an schwer zugänglichen Orten, kommt es tatsächlich vor, dass aus dem Hinterhalt auf uns Kontrolleure geschossen wird. Die professionellen Wildererbanden kommen aus ganz Russland, sind gut organisiert und mit Hubschraubern im Landesinneren unterwegs, viel zu weit weg für den kurzen Arm des Staates. Der Jahresumsatz des illegalen Lachsfangs in Kamtschatka wird inzwischen auf rund 1,5 Milliarden Euro geschätzt. Wie der sprichwörtliche Fels in der Brandung erheben sich inmitten des Beringmeeres die Pribilow-Inseln. Als die USA vor 140 Jahren Alaska von den Russen kauften, gab es die 5 Inseln gratis dazu. Schwarze, nackte Felsen, eine unwirkliche Welt. Nur St. Paul und St. George sind bewohnt. An 300 Tagen im Jahr hüllen sich die Inseln in Dunst und Wolken. Good morning, St. Paul and St. George. You're listening to KUHB 91.9 FM, the voice of the Pribilovs. 250 Menschen leben auf St. Paul.
Sie sind zumeist Nachkommen von russischen Robbenfängern, die im Auftrag des Zaren Pelzrobben jagten. Sie mussten ihm die Pelze an den Hof liefern, die damals sehr begehrt waren. Heute sind die Pelzrobben geschützt. Nur die Einwohner dürfen jedes Jahr noch 1000 von ihnen für den Eigenbedarf erlegen. Mehr als 2 Millionen Pelzrobben bevölkerten die Inseln bis vor 50 Jahren. Derzeit gibt es schätzungsweise nur noch ein paar hunderttausend und ihr Bestand nimmt weiter ab. Die genauen Gründe kennt man nicht. Die Robben, die hier geboren werden, kommen jeden Sommer zu ihrem Geburtsort, aber es kehren Jahr für Jahr immer weniger zurück. Nach der Geburt bleiben die Seerobbenbabys zunächst am Strand. Sie sind noch zu schwach, um ihren Müttern auf der Jagd zu folgen. Die Pelzrobben müssen immer weiter schwimmen, um ausreichend Fische zu finden. Ein paar Stunden kommen die Babys ohne ihre Mütter aus, dauert es aber zu lange, dann droht der Nachwuchs zu verhungern. Finden die Pelzrobbenmütter nicht ausreichend Nahrung, haben sie auch nicht genügend Milch für ihre Babys. Wenn die jungen Robben im Herbst in südlichere Gefilde ziehen, sind sie oft zu schwach, um sich gegen Feinde zu behaupten. Killerwale, die vor den Inseln auf Beute lauern, haben dann ein leichtes Spiel. Listening to KUHB. This is BJ Kibbe and I'm catching up with the National Marine Fisheries. Aquilina Debilestenkov setzt sich seit Jahren für den Schutz der Pelzrobben auf St. Paul ein. Sie ist hier geboren und schon ihr Vater hat sich um die Robben gesorgt. Ihr ist es zu verdanken, dass es auf der Insel verschiedene Schutzzonen gibt, in denen die Pelzrobben ungestört leben können. Sobald der Debilestenkov in die Nähe der Pelzrobben kommt, duckt sie sich, um die Tiere nicht zu verschrecken. Sie führt seit Jahren regelmäßig Zählungen durch. Diese bestätigen, dass die Pelzrobbenpopulation auf St. Paul Jahr für Jahr um etwa 5% abnimmt. Everyone reacts to change in climate. Der Klimawandel betrifft alle. Bei den Pelzrobben verhält es sich so, dass ihre Nahrungsgrundlage durch den Temperaturwandel im Meer davon betroffen ist. Die Nahrung der Pelzrobben ist schließlich lebendig. Und sie wandert, als ein Ergebnis des Klimawandels, in Gewässer, die wahrscheinlich besser für sie sind. Deswegen haben die Robben nicht mehr genug zu fressen. Das ist nur ein kleiner Mosaikstein. Mit Sicherheit ist aber auch der Mensch daran beteiligt, der das Meer als Nahrungsquelle ausbeutet. Das Abschlachten der Robben durch den Menschen wurde in den vergangenen Jahren geächtet und verboten. Dennoch trägt der Mensch immer noch dazu bei, dass die Pelzrobben auf St. Paul allmählich verschwinden. Die globale Erwärmung, die er mitverursacht, wirkt sich auch auf die Mikroorganismen aus. Sie sind eine wichtige Grundlage für das Leben im Meer. Das Plankton steht am Anfang der Nahrungskette. Wenn nun das Plankton den ganzen Kuchen darstellt, wie wird dann der Kuchen aufgeteilt und wer bekommt die größeren Stücke? Mit dieser Art von ökologischen Fragen beschäftigen wir uns. So wissen wir zum Beispiel, dass die Eiskante wichtig ist bei der Produktion von Plankton. Das haben wir bei unserer letzten Forschungsreise im Frühling untersucht. Wir fuhren an die Eisgrenze nördlich der Pribilof-Insel. Das Eis reichte fast bis an die Insel. Wir haben dort lange Zeit verbracht, um die Dynamik des Wachstums von Plankton an der Eisgrenze zu beobachten. Das hier ist ein Gebiet von großer Bedeutung, das gewaltige Mengen von Plankton in sehr kurzer Zeit produziert.
Zieht sich das Eis also aufgrund des Klimawandels zurück, wandern wichtige Mikroorganismen mit. Der Anfang der Nahrungskette ist gestört, mit weitreichenden Konsequenzen für alle, die an dieser Nahrungskette hängen. Auch im südwestlichen Teil des Beringmeeres sind die Auswirkungen der Klimaerwärmung spürbar. Auf den Kommandeurinseln reagiert die Tierwelt auf Veränderungen im Ökosystem. Die Beringinsel, die größere der zwei Inseln, wurde von Vitus Bering entdeckt. Es war seine letzte Station. Hier starb der große Abenteurer und Entdecker 1741 an Skorbut, nachdem er mit seiner Mannschaft Schiffbruch erlitten hatte. Die Beringinsel wurde 1925 von aleutischen Einwanderern besiedelt. Später folgten russische Jäger, die es auf Wale und Robben abgesehen hatten. Große Teile der Inseln stehen heute unter Naturschutz. Viele Küstenabschnitte gehören zum Biosphärenreservat Kommandeurinsel. Aufgrund des industriellen Fischfangs der Sowjetunion ging die Pelzrobbenpopulation schon in den 80er Jahren drastisch zurück. Inzwischen hat sie sich auf niedrigem Niveau stabilisiert. Rund 200.000 Pelzrobben leben heute noch auf den Kommandeurinseln. Besorgniserregend ist vor allem, der Bestand der Seelöwen hat sich in den vergangenen 10 Jahren um rund 80% verringert. Sogar unsere Kollegen ganz im Norden von Tschukotka, einheimische Jäger und Fischer, beobachten Anzeichen der Erwärmung, wie den Rückgang der Eisdichte. Wir wissen, dass sich Seelöwen auf Eisschollen fortpflanzen. Außerdem fangen Fischer immer öfter Fischarten, die eher für südliche Regionen charakteristisch sind, wie bestimmte Haie zum Beispiel. Die Strömungen werden wärmer und dies führt dazu, dass Fischarten, die eigentlich in unseren nördlichen Breiten fremd sind, hier zu finden sind. Noch ernähren auf Kamtschatka die Lachse Bären, Adler und Menschen. Laura Williams vom WWF in Kamtschatka kämpft für einen besseren Schutz der Fischbestände. Doch nicht nur die Überfischung und der Klimawandel verändern das ökologische Gleichgewicht. Neue Gefahren drohen durch Investoren und Funktionäre aus Moskau. Viele Politiker halten Lachs nicht mehr für die Zukunft Kamtschatkas. Für sie gehört die Zukunft Kamtschatkas und des Beringmeeres dem Öl- und Gasgeschäft. Sie denken nur kurzfristig und wollen schnell reich werden, ohne Rücksicht auf Verluste. Doch was ist beim Unfall der Exxon Valdez passiert? 20 Jahre später leiden die Fischer immer noch unter der Ölverschmutzung. Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass sie eine erneuerbare Ressource wie Lachs gegen die Kurzzeitressource Öl eintauschen. Das Greenpeace-Schiff Esperanza hat Kurs auf die Pribilof-Inseln nach St. Paul genommen. Jahrelang haben die grünen Aktivisten gegen das Abschlachten der Robben durch die Menschen hier gekämpft. Die Naturschützer haben mittlerweile gelernt, dass man Umweltpolitik nicht ohne die Menschen machen kann, deren Gebiete man schützen will. George Pletnikov, der Leiter der Mission, soll bei der einheimischen Bevölkerung Vertrauen herstellen. Nur so ist es möglich, mit ihr ins Gespräch zu kommen. George Pletnikov bringt gute Voraussetzungen mit. Er hat viele Jahre auf St. Paul als Pfarrer gearbeitet. Die Ureinwohner fürchten um ihr kulturelles Erbe und ihren maritimen Lebensraum. Wir sind hier wegen der Veränderungen, die wir überall im Ökosystem des Beringmeeres sehen. Die Fischgründe sind erschöpft. Wenn die Nahrung, von der wiederum unsere Nahrung abhängt, verschwindet, wie es überall im Beringmeer geschieht,
dann müssen wir als Einheimische aufstehen und sagen, hier haben wir ein paar Lösungen für unsere Probleme. Vor der Fahrt aufs offene Meer bitten die Fischer um christlichen Beistand. Die meisten Einwohner gehören dem russisch-orthodoxen Glauben an. Der Alaska-Seelachs spielt für die Fischer von St. Paul keine große Rolle. Sie haben es auf den Heilbutt abgesehen, der auf dem Markt viel mehr Geld bringt. Um ihn zu fangen, müssen sie ihre Angelleinen mit den Ködern immer weiter weg von der Insel auslegen. Das erhöht die Kosten und das Risiko. Die kleinen Boote können schwer Wind und Wetter widerstehen. Damit die Fischer gegen die großen Trawler überhaupt bestehen können, haben die Behörden rund um die Inseln Schutzzonen ausgewiesen. Dort dürfen die schwimmenden Fischfabriken ihre Netze nicht auslegen. Dies nutzt den Fischern aber nur bedingt, wenn die Fische, auf die sie angewiesen sind, aus der Region abwandern. Greg Varanikov und seine Mannschaft konnten den Rückgang an Heilboot in den vergangenen Jahren nur durch höhere Preise auffangen. Sollte der Fisch einmal nicht mehr so viel Geld einbringen, werden sie schwer überleben können. Heutzutage ist das ein guter Fang. Das war eine gute Leine. Früher war das ganze Deck übervoll von einer Leine. Die Männer waren eine Stunde lang beschäftigt, die Leine einzuholen. Und es war alles voller Fische. Das hat sich dramatisch geändert. Von 5.000 bis 10.000 Pfund am Tag sind es jetzt nur noch 1.000, 2.000. Große Veränderung. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, wenn die Fische verschwinden. Es könnte das Ende sein. Wir kennen aus der Erfahrung die Veränderungen, die stattgefunden haben. Leider verstehen wir die Prozesse, die dazu geführt haben, noch nicht. Und das ist problematisch, denn ohne das können wir keine brauchbaren Vorhersagen machen. Es reicht nicht aus, die Situation von vor 10 Jahren oder unsere jetzige zu kennen. Nur durch kritische Fragen kann man die Auswirkungen vorhersagen, die die Fischerei und der Klimawandel in Zukunft haben werden. Und auf genau diesem Gebiet müssen wir uns enorm verbessern. Greenpeace hat zu einer Informationsveranstaltung in der Stadthalle von St. Paul geladen. Es sind nicht viele Einwohner gekommen, die meisten Fischer sind noch draußen auf dem Meer. Dennoch, das Eis zwischen Umweltschützern und Ureinwohnern ist sichtlich getaut. Erst allmählich wird den Menschen hier bewusst, dass klimatische Veränderungen ihr Leben unmittelbar betreffen. The way we're going, the fish won't be there, so the fishermen will be hurt anyway. There's nothing to fish for. There's nothing. Die Pelzrobben und der Fischfang sichern den Menschen nicht nur ihre Existenzgrundlage, sie gehören zur Kultur der Eskimo-Völker. Wenn sie diese verlieren, steht ihre Identität und damit ihr Überleben auf dem Spiel. Auf der Pacific Glacier wird auch nachts gefischt. Netz um Netz ziehen die Winden aus dem Meer. Wissenschaftler vermuten, dass der Alaska-Seelachs nicht nur weiter nach Norden zieht, sondern sich durch den Anstieg der Temperaturen im Beringmeer ein größeres Gebiet erobert. Die Fischindustrie könnte davon profitieren. Den südlichen Rand des Beringmeeres bilden auf amerikanischer Seite die Aleuten. Sie trennen den Nordpazifik vom Beringmeer. Wichtigster Fischereihafen ist Dutch Harbor. Er ist der größte US-Exporthafen. Von hier aus gehen die Alaska-Fische in alle Welt. Wer in Dutch Harbor lebt, der lebt zumeist vom Fischfang.
Wie auf den Trawlern sind es auch hier zum großen Teil Saisonarbeiter, die mit Fisch ihr Glück zu machen hoffen. Die Pacific Glacier kommt nach Dutch Harbor, um ihre Ladung zu löschen. Es wird ein kurzer Aufenthalt. Einen Tag und eine Nacht lang liegt das Schiff im Hafen. Die Liegezeit am Kai kostet Geld. Nur ein Trawler auf hoher See mit vollen Netzen rentiert sich. Für die Crew bedeutet auch das Ankommen im Hafen Arbeit. Im Kühlraum unter Deck wird mit Hochdruck gearbeitet. Tausende und abertausende Schachteln mit Fisch müssen aus dem Bauch des Schiffes an Land. Am Ende werden es 45.000 Stück sein. Knapp 3,5 Millionen US-Dollar sind die Kühlkisten wert. Nachschub für den großen Hunger der Amerikaner, Europäer und Japaner auf Alaska-Seelachs. Im Durchschnitt isst jeder Deutsche 16 Kilogramm Seafood im Jahr. Knapp ein Drittel davon ist Seelachs aus Alaska. Wenn das Schiff entladen, die Maschine überholt, der Nachschub aufgenommen ist, ist die Pacific Glacier bereit für die nächste Tour. Der Klimawandel hinterlässt erste Spuren im Beringmeer. Wie er sich auf das ökologische Gleichgewicht und das Leben der Menschen auswirken wird, ist noch ungewiss. Aber zu übersehen ist er nicht mehr. Wenn die lokalen Veränderungen, die wir beobachten, stimmen, die ganz offensichtlich ein Teil des globalen Phänomens sind, dann bedeutet das, dass wir dies nicht schnell ändern oder den Zustand wiederherstellen können, wie er einmal war. Ich stelle mir Klima vor wie einen schweren Stein. Man schiebt und schiebt ihn an, aber nichts passiert. Dann verpasst man dem Stein den entscheidenden Stoß und er beginnt zu rollen. Wenn er erst einmal rollt, dann ist es sehr schwierig, ihn wieder anzuhalten. Ich denke, das ist eine Art von Trägheit, die einem so großen System wie dem globalen Klima innewohnt.